Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Alles Bombe Box von Tony der Asi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alles Bombe von Tony der Asi. Wir haben eine rechteckige Box mit abnehmbarem Deckel. Und hier haben wir so eine schwarze Ziegelsteinmauer, schwarze Maueroptik. Und hier in Türkis so ein Strichmännchen mit Heiligenschein und das durchgestrichen. Also für auch immer das steht. Es ist mehr oder weniger eines der Logos von Tony der Asi. Auf der unteren Seite lesen wir Tony der Asi, Alles Bombe, wieder mit diesem Logo. Auf der rechten Seite ebenso. Oben ebenso, links genauso. Und auf der Rückseite haben wir nochmal dasselbe abgebildet und auch den Inhalt der Box abgedruckt. Und zwar haben wir die Limited Big Brate Edition, Standard-CD, Bonus-CD mit Bonus-Tracks und Instrumentals, T-Shirt Größe L, Bastelset, Poster und Autogrammkarte. Und hier noch die Credits zum Album. Alles klar. Gut, wie gesagt, der Boxdeckel ist nicht zum Aufklappen, sondern der ist wirklich zum Abnehmen. Fällt mir auf jeden Fall gut, dass man den abnehmen kann. So, innen komplett schwarz. Und dann haben wir einmal das T-Shirt, eine Autogrammkarte, das Poster, den Bastelbogen, die Bonustracks und Instrumentals und das Album. Wir haben hier in der Box wieder so einen Einleger, wo man die CD natürlich wieder hineingeben kann. Ich werde den entfernen. Gefällt mir so besser, hat man mehr Platz. Ja. Wenn man die Box dann wieder zubekommt. So, jetzt. Gut, wie immer fangen wir an mit dem Album. Tony der Asi, Alles Bombe. Also wir haben hier im Hintergrund wieder diese Wand mit diesem türkisen Logo, mit diesem Männchen. Und hier im Vordergrund sehen wir Tony mit Sonnenbrille und Adidas Trainingsanzug, Trainingsjacke. Okay, und hier auf der Rückseite haben wir auch schon die Tracklist. Also wir sehen hier, wir haben 18 Tracks. Wir haben Features von Brenner, Fahrt, Matrix, nochmal Brenner, Johnny Pep und Crack Valley. Wobei man dazu sagen muss, Crack Pep Intro, also ist jetzt zwar nicht da als Feature angeführt, aber nachdem das Intro von Crack Pep gerappt bzw. gesprochen wird, würde ich ihn jetzt auch mal als Feature aufzählen. Gut, meine Favorites sind Get Rich or Make Cevapcici und wo haben wir es? Genau, Power featuring Matrix. Das sind meine zwei Lieblingstracks. Und dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Gut. Von innen sieht das Ganze so aus. Auch hier sehen wir, es zieht sich durch vom Design her, dieses Schwarz-Türkis. Ja, wenn man das Booklet dann rausbekommen würde. Ist nicht so einfach. Nein, das ist echt nicht raus, das Booklet. So, aber jetzt. Ein sehr dünnes Booklet. Wir haben das Cover. Dann haben wir hier die Tracks angeführt mit der Info über die Features und die Produktion. Und dann haben wir hier noch eine sehr umfangreiche Danksagung. Werde ich jetzt nicht vorlesen, aber ihr könnt diese natürlich gerne
selbst durchlesen. Einfach das Video kurz pausieren und dann in Ruhe durchlesen. Auf der Rückseite nochmal: Der Brate macht die Patte. Oder der Brate macht die Patte. Dass es halbwegs reinbar ist. So. Die CD sieht folgendermaßen aus. Auch hier wieder schwarz-türkis. Dieses Männchen, dieses Logo. So sieht das Ganze aus. Rückseite glatt schwarz. Dann haben wir die Bonus-Tracks bzw. die Instrumental-CD. Auch hier wieder das Logo. Rückseite blank schwarz, also keine Tracklist angeführt. Und hier lesen wir Bonus-CD. Alles klar. Das Ganze wie so oft in einem Pappcase, in einer Papphülle. Dann haben wir einen sehr ungewöhnlichen Boxinhalt, habe ich so auch noch nie gesehen. Das Tony der Asi Alles Bombe Bastelset. Also, ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Also, wir haben hier zum, ich schätze mal, Ausschneiden und Falten einmal Tony der Asi. Und hier können wir ihm dann eine Schutzweste, einen Trainingsanzug, Handschuhe, Sonnenbrille, eine Peitsche oder einen Koffer in die Hand geben. Ja, also, ich meine, es gibt vielleicht Leute, die sowas gut finden, die das feiern, aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist dieser Boxinhalt, also dieses Teil, ja, sinnfrei. Mir schließt sich das hier nicht ganz. Naja, egal. Dann haben wir noch eine Autogrammkarte, was gleich auf den ersten Blick auffällt. Die ist nicht unterschrieben, die ist aufgedruckt, die Unterschrift. Finde ich natürlich sehr schade, wenn man die Autogrammkarte reinmacht, dann sollte man sie schon selbst unterschreiben. Aber ja, vielleicht bei der nächsten Box wieder. Dann haben wir ein Poster, relativ klein im Hochformat. Jetzt gehen wir mal kurz das T-Shirt beiseite. So. Und auch hier wieder das Cover, das Albumcover, beziehungsweise was wir auch schon auf der Autogrammkarte hatten. Die Abbildung. Poster ist einseitig bedruckt. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box ein T-Shirt. Dieses ebenfalls wieder in dieser Schwarz-Weiß-Türkis-Optik. So sieht das Ganze aus. Der Brate macht die Patte, lesen wir hier. Jeweils mit Dreiern statt den Es. Schau ich noch kurz. Oh! Selten, aber wir haben einen naja, nicht mal Neckprint, sondern einen Backprint sogar. Also, der Rücken ist bedruckt und hier lesen wir Toni der Asi, alles Bombe. Also, ich muss ehrlich sagen, gefällt mir, dass hier ein Rückenaufdruck ist. Gibt es in meinen Augen viel zu selten bei T-Shirts. Ja, also auch wenn es jetzt vom Design her nicht so meins ist oder wenn ich jetzt nicht mit dem T-Shirt rumlaufen würde, aber. Allein die Tatsache, dass es hier einen Backprint gibt, finde ich schon mal gut. Okay, dann schauen wir noch, womit wir es hier zu tun haben. Wir haben Fruit of the Loom Value Weight in Größe L natürlich und das Ganze hergestellt, also 100% Baumwolle haben wir hier noch und dann haben wir noch die Info, wo das Ganze hergestellt wurde und zwar Made in Marokko, wenn man das lesen kann. Haben wir hier natürlich auch noch die Waschhinweise. Alles klar. Schauen wir uns nochmal kurz im Detail an, dass man das besser sehen kann. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier über die Brust bis hinunter zum Bauchbereich der Brate macht die Patte. In dieser türkis-weiß Optik mit dem Logo und dazwischen diesem Schriftzug. Also rein von den Farben her knallt das schon. Auch wenn ich, um ehrlich zu sein, die Botschaft jetzt nicht so feier oder nicht damit rumlaufen würde, aber rein von der Farbkombination und auch dem Backprint gefällt mir das T-Shirt eigentlich ganz gut. Und wie immer fassen wir zum Abschluss noch zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, die Autogrammkarte, wenn auch nicht unterschrieben, dieses Bastelset,
die CD mit Bonustracks und Instrumentals in der Papphülle, das Album an sich und das Poster im Hochformat. Das alles in dieser wunderbaren Box. Alles Bombe von Toni D'Asi. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Toni D'Asi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.